So ein schöner Tag. Ach komm, das ist bestimmt richtig. Was für ein schöner Tag, hm? Ja, wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus. Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Naja, ich hab's lieber kälter, wissen Sie? I know that feel, man. Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott, Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Sieh dich doch mal an. Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Tut Ihnen leid. Ja, pass auf, reden wir über was anderes, okay? Ich würde mit ihm sehr gerne über das Wetter reden. Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle! Und da sagen die, ich wäre verrückt. Ich glaub's auch. Aber mal im Ernst. Ja, komm. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Ja? Nein, hallo? Ich kann nichts mehr drücken. Hallo, ich... Es geht nichts mehr. Spielabsturz oder was? Junge, das geht nicht. Es geht nicht. Ja, ich habe den Leertastenmodus noch, das ist auch schön, aber... Ich glaube, dieser Dialog spielt nicht ab. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ich verstehe auch nicht, warum. Ich muss nicht alles noch bis hier spielen, oder? Ah, oh, fuck. Nein. Scheißdreck. Ja, nee, also wenn... Nee, scheint nichts mehr. Scheint... Ich kann nichts mehr machen. Ja. Gut, dann war es das für den Moment. Dann sehen wir uns gleich wieder hier. Hoffentlich. Wahrscheinlich schon. Und dann reden wir endlich über Handys hier. So, komm. So, schön, der Dialog hat jetzt geladen. Ich habe alles nochmal nachgespielt. Das geht eigentlich ziemlich schnell, habe ich festgestellt. Also es hat jetzt vielleicht 5, allerhöchstens 10 Minuten gedauert. Wenn man alle Dialoge einfach skippt. Zack, 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 und weg ist er. So, mein Akku ist alle. Mein Akku ist alle. Oh. Na gut, wenn es ein Notfall ist, ist das wohl kein Problem. Lassen Sie es halt heilen. Ja, kein Problem. Das wird wohl für Sie sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, das? Nein. Nein, nein, nein. Das Handy gehört meiner Schwester. Ich habe wohl das falsche Handy. Ja, genau. Jetzt gehen Sie schon ran. Das ist ja peinlich. Okay, erwischt. Und das gebe ich nicht gern zu. Schon gar nicht gegenüber jemandem, der so angezogen ist. Hallo? Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Anbieter zufrieden? Ah, guten Tag, menschlicher Abschaum. Wer war das? Also, wenn ich fragen darf. Dein Stylist. Ha, sehr lustig. Manche Leute wissen wahre Eleganz einfach nicht zu schätzen. Ja, ganz besonders du. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, mein Freund. Hey, nur Spaß, nur Spaß. Ich hatte gerade kurz ein bisschen Angst, gebe ich ehrlich zu, weil, ne? War so ein bisschen wieder am Freeze in der Dialog, wollte nicht, aber alles gut. Im Ernst, toller Tag, oder? Das wird auf das rauslaufen kommen. Aber mal im Ernst, ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. Aber hauen Sie. Okay. Kann ich mir mal... Haben Sie... Ich will dir... Was? Komm schon, Robert. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Okay. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Ah, das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas anziehen? Ja, stimmt. Na schön. Gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Ehrlich. So, ich will nur beweisen, dass du Elmit... Ich wollte nur sehen, ob du Bilder von Columbus drin hast. Genau. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Sie wollen mir also helfen, ihn zu finden? Ah, schätze schon. Ich habe tausende Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Ich habe sogar eine Belohnung ausgesetzt. Uiuiui. Hast du denn Bilder von ihm auf deinem Handy? Ich benutze das Ding nicht zum Bildermachen, klar? Okay. Aber ich glaube, also prinzipiell ist es richtig. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde... Ich muss es nur richtig machen.
Ich will den... Was? Komm. Ich bin... Na schön. Okay, so und jetzt? Wollt ja nur mal die Funktionen ansehen. Funktionen? Ich sagte doch, das Ding ist alt. Es hat nicht mal WLAN. Echt eine Schande. Sicher? Gibt's nicht eine Option im Menü, das anzuschalten? Nee. Ich habe hier nur Kontakt. Oh ja. Anrufliste, Spiele, Galerie. Moment. Schau mal danach. In der Galerie? Ja, ich weiß auch nicht, warum die den WLAN-Zugang da reingesetzt haben. Wirklich? Das macht doch keinen... Stimmt das nicht? Was zur Hölle soll das mit dem geschlachtete Aliens-Ordner? Weiß auch nicht. Warum schaust du nicht mal rein, Alan? Aber was hat das zu bedeuten? Was ist los? Hast du was Komisches da drin gefunden, Alan? Nennen Sie mich nicht so! Aber das ist dein Name, Alan. Auch wenn du dich weigerst, das zu akzeptieren. Nein, nein, nein! Ich würde Columbus nie wehtun. Und doch ist da der Beweis. Du weißt genau, dass du das auf den Bildern bist. Und du weißt auch, dass das Columbus ist. Du hast ihn umgebracht. Nein, 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 nein! Das passiert nicht. Das darf nicht schon wieder passieren! Oh, tut mir leid, aber ich glaube, dafür ist es zu spät. Und die Dinge hier werden sich wohl ziemlich ändern. Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Passt aber auch. Miss Miller, schicken Sie den nächsten Patienten rein, bitte. Sofort, Dr. Johnson. Mr. Alan Simmons, Sie sind dran. Ich glaube, Mr. Simmons kann seinen Termin gerade nicht wahrnehmen. Ist Mr. Simmons etwas zugestoßen? Ich glaube schon, aber... Naja, wie sieht denn Dr. Johnsons Zeitplan jetzt aus? Ich glaube, dass gerade was... Ja, genau. Ich sehe, was Sie da gemacht haben. Ich? Wir haben nur über das Wetter geredet. Dr. Johnson, Mr. Alan Simmons fühlt sich nicht gut. Und da ist dieser Mann, ein gewisser Dr. Doogie Howser, der darauf besteht, Sie zu sprechen. Na dann, schicken Sie ihn rein. Ja, Dr. Howser, Sie können jetzt eintreten. Dr. Johnson empfängt Sie jetzt. Ich geb's echt zu, da diese ganzen Rechtschreibfehler sind echt ein bisschen, das ist echt ein bisschen Na dann, traurig, Sir. So. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Ich sehe Rechtschreibfehler, einen Text in der Luft. Ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Nee, nur wenn ich verkatert bin. Ja, aber ich ertrage es still. Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Und passiert das häufiger? Ehrlich gesagt, öfter als mir lieb ist. Aber meistens habe ich es auch verdient, also... Verstehe. Na gut. Haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Wollen Sie mich verführen oder etwa nicht? Nein, ich wünsche, es wäre so. Ich glaube, Randall kann einfach nicht ernst bleiben, so ein bisschen. Haben Sie... Nein. Na gut, haben wir große Veränderungen erlebt? Ja gut, unser bester Freund ist tot. Nein. Nein? Gut. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rohrschacht. Oh, das war schon in Deponia-Scheiß. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Hauser. Genau. Ich bin ein Profi. Also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay. Ich sehe Carl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie hier? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie denn, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf... Rufus hat es genauso schmecken. Und was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super. Das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Ja, was ich gerade sagen wollte. Ja, egal wie Dr. House du bist, Randall ist Dr. Hauser. Ja, so. So, was ist das? Ein zermatschter Schmetterling. Ein brennender Stepptänzer. Ein Piratenschiff mit Murmeltier-Crew. Ich sehe nichts, ich bin blind. Brenn. Also, ich hätte. So irgendwas Schmetterling, ja, ja, stimmt schon. Ein zermatschten Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Was mich interessieren würde,
müssen wir jetzt auch von unserem großen, dicken, bärtigen Freund die Antworten klauen für den Rorschach-Test, dass wir Antidepressiva bekommen? Das weiß ich nicht. Wer die Anspielung verstanden hat, der hat wahrscheinlich die Ponya gesehen oder selber gespielt. So, was ist das denn? Das ist Batman! Das ist Batman! Guck doch mal hin hier! Batman! Das ist eine Zeitmaschine. Alter, was ist denn das für ein Schwachsinn? Zeitmaschine. Quatsch. Zermatschte Schmetterlinge sind immer. Naja, nee. Nee, diesmal nicht. Das sind Hunde und sie spielen Poker. Also irgendwie ist für mich keine Antwort richtig. Bin ich das? Na wo jetzt, ne? Das sind Haare? Das ist sowas Gesichtmäßiges. Bin ich das? Interessant. Sie sehen sich also selbst in diesem Bild. Wie auf ja, so ein bisschen. Ja, ich meine, irgendwie schon. So würde ich aussehen, wenn ich ein zerquetschter Schmetterling wäre. Okay. Ich glaube, wir nehmen den Test irgendwie nicht ernst genug. Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Ein Zugunglück. Ich sehe die Bundeslade, ein Tintenfleck, das Empire State Building. Ja. Ich bin überrascht, dass es nichts mit Schmetterlingen. Aber naja. Was sehe ich denn hier spontan? Also, ist immer ganz interessant. Was sehe ich spontan auf diesem Bild? So, zwei Augen, eine Nase und ein Mund oder... Das hier könnte auch irgendeine Figur mit Armen sein und hier so Fühler. Zermatscher Schmetterling. Ich weiß es nicht. So, wie sollte das ein Zugunglück sein? Oder die Bundeslade? Ein Tintenfleck? Das Empire State Building. Der Eiffelturm jetzt so, ne? So diese gebogenen Dinger nach oben. Naja, komm. Ein Zugunglück. Wie auch immer. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Ich erkenne ein Zugunglück, wenn ich eins sehe. Wie Sie meinen, das ist Ihre Entscheidung. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Also wenn da, also bitte, wir wissen alle, was das ist. Stormtrooper Shit. Alles der Matze Schmetterlinge. Nein, komm. Ein Astronaut, der Waffeln isst. Was? Ja gut. Ein paar Babyschnappeltiere, falsches Spiel. Eine Karte von Australien. Nein. Okay, ein Astronaut, der Waffeln isst. Ein paar Babyschnabeltiere. Rufus würde jetzt sagen, ich brauche die richtige Antwort. Bei einem Rorschach-Test. Ein Astronaut, der Waffeln isst. Ein paar Baby. Ja, doch. Ein Astronaut, der Waffeln isst. Ja, doch. Ein Astronaut, der Waffeln isst? Yep. Mit Ahornsirup. Gut. Ahornsirup. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sie. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Boah, ich hoffe, wir müssen nicht richtige Antworten irgendwann geben. Und warum hängt es heute so? Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hochhält. Der ein Bild von einem Psychiater hochhält. Ja, okay. Ein Affen im Anzug, so niedlich. Pixel, große, fette Pixel. Wie oft werden sie eigentlich von Tierschützern verklagt? Wir haben noch so einen zermatschten Schmetterling. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Also ich persönlich sehe ja, dass es symmetrisch ist. Schau mal, zu dieser Achse, es ist achsensymmetrisch. Ja, nicht ganz, aber sehr, sehr nah dran. So, ein Affen im Anzug, was ist denn das? Ich weiß nicht, was der alles sieht. Pixel. Ich sehe einen Psychiater. Ich meine, obwohl, ne? Das ist so das Bild und das ist der Psychiater ausgenommen und hier endet der Bildabschnitt. Sind Affen im Anzug. Ja, also. Ich glaube, am Ende gibt es gar keine richtige Lösung. Man muss einfach nur alles beantworten. Es ist scheißegal, was man sagt. Habe ich so das Gefühl. Oder man braucht die richtigen Antworten. Es wäre von Deponia geklaut. Ja. Wer ein Spiel macht, darf auch seine eigenen Ideen klauen, wahrscheinlich. Nee, diese Zermatschmetterling, die ist irgendwie doof. Pixel, große Fan, Pixel. Also, erste wäre ziemlich witzig, wahrscheinlich. Und das Affen im Anzug. Ja, komm. Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält, wo... Okay. Was Sie beschreiben, ist der Droste-Effekt. Aber das ist nicht sehr häufig bei einem Rorschach-Test. Ja. Aber was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Und der Psychiater bin ich? Sie sind Psychiater?
Okay. Oh, Randall, sei doch kein Wichser. Was hier vorgeht. Meine Geduld hat auch ihre Grenzen, Dr. Hauser. Okay, ich werde mich benehmen. Machen Sie weiter mit der Bildersache. Ich habe echt Spaß. Nun gut. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Oh, nicht schon wieder. So nicht voran. Oh nein. Ich bin ein Profi und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Also fangen wir nochmal von vorne. Oh nee. Was sehen Sie auf diesem Bild? Ich muss doch nicht echt die richtigen Antworten rausfinden jetzt. Oh. Weißt du, das Ding ist, ich habe 5 Bilder, bei jedem 4 Möglichkeiten, davon ist eine richtig. Ja? Also ein Viertel, wenn ich blind rate, ein Viertel hoch 5. Und das ist sehr viel. Das ist, warte mal, wie viel ist denn das? 1 durch 1024, kann es sein? Ja. Und das ist ungefähr, also 0,1% Wahrscheinlichkeit, dass ich mit blindem Durchraten durchkomme. Das ist sehr wenig. Ja. Brennendes Fett. Ach komm, ganz ehrlich, ich mach einfach nur die Schmetterlingssache. Ich mach nur die Schmetterlingssache und schau, was passiert. So. Okay, dann bin ich wohl der zur Kenntnis genommen. Machen wir weiter, was sehen Sie hier? Ja. So. Das ist eindeutig das Empire State Building. Das Empire State? Sir, bitte, können Sie die Scherze mal für einen Augenblick sein lassen? Wenn Sie hier wirklich das Empire State Building sehen, dann nehmen Sie den Test offensichtlich nicht ernst. Schön, versuchen wir es nochmal. Okay, also es gibt quasi nur 3 Möglichkeiten, weil die 4. ist immer falsch oder so. Das würde bedeuten, entweder wir müssen immer die falsche nehmen, dann merkt er, wie meinen sie nicht ernst und dann passiert irgendwas, oder wir raten uns durch die anderen durch. Das wäre eine Chance von immerhin schon 0,4 Promille. Obwohl, oder doch? Doch, 0,4% natürlich. 4 Promille. Ja, also für 4 Promille muss ich ganz schön trinken, deswegen. Ja, komm, Tintenfleck. Ein Tinten. Kein Zweifel. Natürlich, sieht aus wie ein Fisch. Wir haben hier ja einen. Wir brauchen echt die richtige Kombination, das ist doch blöd. Wenn es wenigstens eine Debonia-Anspielung wäre, aber nee, komm. Ich sagte, Sie einen Schmetterling und keiner. 100%. Ja. Sehr schön. Vielleicht müssen wir wirklich einfach 5-mal das Falsche machen. Also. Wie oft? Weil langsam fühle ich mich da. Hören Sie mal zu. Wir misshandeln hier keine Schmetterlinge. Tatsächlich ist das hier nur ein Bild. Vielleicht sieht es für Sie wirklich. Bitte nehmen Sie. Okay, ich versuch's, aber ich bin einfach ein bisschen besorgt, Doktor. Ich bin ein überzeugter Schmetterlingsliebhaber, wissen Sie? Ihn fasziniert, seit ich ein Kind war. Ich habe ganze Nachmittage damit verbracht, sie zu fangen. Dann habe ich sie mit nach Hause genommen und ihnen die Flügel ausgerissen und dann mit einem Feuerzeug und einer Menge Plastikfolie ausgestopft. Sie müssen also verstehen, das ist ein sehr persönliches Problem für mich. Wow. Das sind erste Anzeichen von Mord. What? Mordgedanken? Meinen Sie nicht, das ist etwas extrem ausgedrückt? Nein. Okay. Sehen Sie, ich wollte Sie nur etwas beeindrucken. Ich habe nie Schmetterlinge misshandelt. Ah, schade. Das war alles Matt. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nie darüber geredet. Ich habe immer nur da gestanden und zugesehen, wie er immer neue Opfer in sein Museum des Horrors gebracht hat. Oh mein Gott, all die verstörenden Bilder von Tod und Trauer. Die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Manchmal, nachts, da kann ich die Schmetterlinge immer noch schreien. Genau. Hören. Und, wissen Sie, es macht Alter, Randall, du bist einfach ein Wichser. Also scheint, es müsste ich echt 5-mal die falsche Antwort geben. Warum steht da hinten eigentlich Player One ready? Was geht denn? Schön, versuch. Ich mach's gleich nochmal, dann sage ich 5-mal das Falsche, so. Ich sehe einen eleganten Affen. Hey, verdrehen Sie mir nicht die Worte im Mund. Ich sagte nichts von elegant. Natürlich trägt er einen Anzug, aber wenn man näher hinsieht, bemerkt man, dass er keinerlei Eleganz besitzt. Seine Krawatte hängt schief, das Hemd ist nicht in der Hose und von der Weste wollen wir gar nicht erst reden. Die passt überhaupt nicht zum Blazer. Dieser Typ ist ein Hochstapler. Merkwürdig, ja? Vielleicht sogar lustig, aber weit weg von elegant. Na schön, ein Affe in einem Anzug. Er sieht extravagant aus, aber nicht elegant. Extravagant, nicht elegant. Okay.
Okay. So. Wissen Sie, ich glaube, Sie genau. waren mit Ihnen. Ich bin ein Profi. Ich. So, und jetzt gehen wir einfach fünfmal die falsche. Ich sehe. Sie müssen nur. Also, es muss was mit diesen Notizen zu tun haben, deswegen. Ich sag jetzt fünfmal das Falsche. Also, das ist falsch. Ja, kommt drauf an, aus welchem. Ja, aus welchem Blickwinkel. So, was hat man noch nicht? Einen brennenden Stepptänzer. Wirklich? Ja, wirklich. Großartig. Okay, bin ich das? Bin ich das? Interessant. Ja. Ach, da gab es keine falsche Antwort. Okay, also wir müssen quasi immer den Falschen rausfinden, oder was? Wir haben hier ja. Das wären also die Pokerhunde, nehme ich mal an. Eine Karte von. Das ist der Karte von Australien so unähnlich wie nur irgendwas. Das ist ein Stormtrooper, Mann! Hören Sie zu, wenn Sie. Na, okay, ja, schreib doch mal schneller, mein Junge. Schön, versuch. Das heißt, es fehlt nur noch Nummer 2. Fürs Falsche, für das Dings, ne? Babyschnabeltiere. Ein paar Babyschnabeltiere. Sind Sie sicher? So sicher, wie mein Name Doogie Howser ist. Nun gut. Das ist Ihre Entscheidung.